Der Bitcoin-Rausch kann manch einem zu Kopfe steigen. Der Erfolg der Kryptowährung weckt Begehrlichkeiten, vielleicht auch bei Venezuelas sozialistischem Präsident Nicolas Maduro. Denn das hochverschuldete Venezuela hat die Einführung einer eigenen Kryptowährung angekündigt. Die neue Währung mit dem Namen Petro sei eine Antwort auf die finanzielle Blockade seines Landes im Zuge der US-Sanktionen, sagte Maduro am Sonntag. Die Währung werde gestützt durch die natürlichen Ressourcen des ölreichen Landes. Details dazu, wie der Petro in Umlauf gebracht werden soll, ließ Maduro offen. Die USA hatten im August ihre Sanktionen gegen Venezuela verschärft und erklärt, damit solle die Tyrannei Maduros gestoppt werden. Diese hatte im November angesichts der katastrophalen Wirtschaftslage angekündigt, venezolanische Schulden nicht wie vereinbart zurückzuzahlen. Seit der Parlamentswahl 2015 steckt das Land in einer politischen Krise. Zwischen Regierung und Opposition tobt ein erbitterter Machtkampf.